Sinnoh, die Zerrwelt, nicht von dieser Welt. Die fremdartige Landschaft der verstörenden Zerrwelt ist mit absolut nichts vergleichbar, was du auf deiner Reise durch die Pokémon-Welt je gesehen hast. Es besteht noch nicht einmal Gewissheit, ob dieser merkwürdige Ort überhaupt als Teil der Pokémon-Welt angesehen werden kann. Über die Heimat Giratinas heißt es nämlich, dass sie in einem Paralleluniversum liege und von Giratina womöglich als Gegengewicht zur realen Welt erschaffen worden sei. Der verwirrende Aufbau der Zerrwelt bringt viele Reisende durcheinander. Es wimmelt dort nur so von schwebenden Plattformen und Pflanzen, die in Form und Größe alles in den Schatten stellen, was du aus Sinnoh kennst. Die ganze Welt scheint sich in einem seltsamen, dunklen Abgrund zu befinden, der von wirbelnden Wolken durchzogen ist, und als ob das allein die Orientierung nicht schon zur Genüge erschweren würde, stellt die Zerrwelt zudem noch die Gesetze der Schwerkraft auf den Kopf, sodass du urplötzlich kopfüber die Unterseite schwebender Plattformen oder falsch herumfließende Wasserfälle entlangläufst. Die Zeit scheint in dieser Welt hingegen ganz still zu stehen. Giratina entführt Cyrus in die Zerrwelt, nachdem es diesem misslungen war, Dialga und Palkia zu kontrollieren, um die reale Welt neu zu erschaffen. In Pokémon Generationen erfolgte die Umsetzung dieser Schlüsselszene auf gruseligere Weise, als man es sich ausgehend von den eigenen Spielerfahrungen in Pokémon Platin Edition vielleicht ausgemalt hat. Gut möglich, dass die Zerrwelt in Wahrheit so trostlos und gefühlskalt ist wie jene Welt, die Cyrus zu erschaffen hoffte. Einmal. Das Zimmer von N. Verlorene Unschuld. Gegen Ende einer langen Reise erreichst du schließlich das Haus seines Rivalen N. Am äußersten Rand der Einalregion. Doch vor dir türmt sich nicht etwa das Hauptquartier eines bösen Genies auf, wie man es vom Anführer einer Verbrecherorganisation eigentlich erwarten würde. Stattdessen überkommt dich bei dem Anblick ein Schrecken, der etwas anderen Art. Dein ausgewachsener Rivale wohnt in einem Kinderzimmer. Von der Muse der Liebe sowie der Muse des Friedens und ihren Beobachtungen erfährst du schließlich die grausame Wahrheit hinter Ns Vergangenheit. Schon im zarten Kindesalter von anderen Menschen getrennt, wuchs N in diesem Kinderzimmer an der Seite von Pokémon heran, doch nicht irgendwelchen Pokémon. G-Cis von Team Plasma brachte nur Pokémon zu N, die von bösen Menschen ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt worden waren. Diese Erfahrungen, gepaart mit der örtlichen Beschränkung auf die vier Wände seines Kinderzimmers, prägten Ns Weltbild maßgeblich und hinderten ihn daran, wie ein normales Kind heranzuwachsen. Der charismatische Anführer von Team Plasma entpuppt sich als jemand anderes als zunächst angenommen. Das Leid der Pokémon, die unwissentlich in G-Cis perfide Machenschaften eingesponnen wurden, hatte Ns Herz zutiefst berührt. Sein Zimmer ist auf tragische Weise Sinnbild für das Leben, das ihm verwehrt blieb. Alola. Das Schnäppchenparadies. Grusel zum Schnäppchenpreis.
Nahe dem Südzipfel von Ula Ula in der Alola-Region findet sich ein verlassener Supermarkt, der einst ein florierendes Schnäppchenparadies war. Angeblich wurde er von Kabutoro, dem Schutzpatron Ula Ulas, in Schutt und Asche gelegt, weil er auf heiligem Boden errichtet wurde. Heutzutage ist der Laden ein Labyrinth aus umgestürzten Regalen, verstreuten Einkaufswagen sowie weggeworfenen Kartons. Falls du dich hineintraust, wirst du Zeuge seltsamer Geschehnisse. Zum Beispiel scheinen leblose Objekte sich wie von Geisterhand zu bewegen. Ein kurzer Blick durch deinen Pokémon-Sucher beseitigt alle Zweifel. Ja, im Schnäppchenparadies spukt es. Sehr zum Leidwesen ängstlicher Trainer gehört ein Abstecher ins Schnäppchenparadies. Allerdings zum Pflichtprogramm, wenn man Lolas Prüfung abschließen möchte. Die junge Dame bittet dich nämlich, den gruseligen Ort unter die Lupe zu nehmen und ihr fotografische Beweise für die Existenz von Geister-Pokémon im Schnäppchenparadies zu liefern. Tief im Inneren des Ladens befindet sich ein verriegelter Raum, der sich auf mysteriöse Weise öffnet, wenn du dich ihm näherst. In dem kleinen, fensterlosen Raum ist es zwar sehr dunkel, dennoch kannst du an den Wänden einige unbeholfene Zeichnungen und weitere Objekte rund um Pikachu ausmachen. Auf die Spitze getrieben wird das Unbehagen, das dich beim Anblick dieses Schreins beschleicht, durch einen gedämpften Schrei, der an dein Ohr dringt, sowie das beklemmende Gefühl, beobachtet zu werden. Sieh nur genau hin und du wirst feststellen, wer hier so besessen von dem allseits beliebten Elektro-Pokémon ist. Das mächtige Herrscher-Pokémon Mimikma. Kalos, das Pokémon-Dorf. In der Geborgenheit des Waldes. Gut versteckt in den Tiefen des Irrwaldes im Südwesten von Kalos liegt das Pokémon-Dorf, ein abgeschiedener Zufluchtsort für die unterschiedlichsten Pokémon. Ein Wald, in dem ein paar Pokémon leben, das klingt zunächst einmal nicht nach einem sonderlich gruseligen Ort. Das ändert sich allerdings, als dich Galanto, der bullige Arenaleiter von Fractalia City, bei deiner Ankunft im Dorf in Empfang nimmt und die Geschichte hinter diesem geheimnisvollen Ort mit dir teilt. Galanto zufolge handele es sich bei dem Dorf um einen Zufluchtsort für entlaufene Pokémon. Alle Pokémon dort seien Flüchtlinge, geflohen vor bösen Menschen, die nicht gut zu ihnen waren. Diese armen, vernachlässigten Pokémon ließen ihre schändlichen Trainer zurück und entschlossen sich, ihren Frieden in der Natur zu finden, da sie sich in der Welt da draußen nicht mehr zu Hause fühlten. Galanto schätzt dich als liebenswerten, fürsorglichen Trainer ein und lässt die Dorfbewohner wissen, dass von dir keine Gefahr ausgehe und sie sich dir unbesorgt nähern könnten. Zugegeben, das Pokémon-Dorf ist ein Ort, an dem Pokémon frei und in Harmonie miteinander leben können. Die in voller Blüte stehenden Blumenwiesen lassen diesen auch sehr einladend erscheinen, doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass diesem Dorf eine tiefe Trauer innewohnt. Johto, die Turmruine. Die zwei Türme. Einst bestimmten mit dem Glockenturm und dem Bronzeturm zwei gewaltige Türme das Stadtbild von Teak City. Während Trainer reinen Herzens auch heute noch Ho-Oh hoch oben auf dem Glockenturm antreffen können, ist vom Bronzeturm nach einem Großbrand infolge eines Blitzeinschlags nur noch eine Turmruine übrig. Das Feuer wurde zwar rasch durch einen plötzlichen Platzregen gelöscht, doch drei Pokémon wurden von den Flammen verzehrt, den Turm hat man nie restauriert. Es heißt, dass Ho-Oh diesen armen Pokémon neue Kraft geschenkt habe, woraufhin sie als die legendären Pokémon Raiko, Entei und Suicune bekannt wurden. So sehr die Legende der Turmruine um das Thema Wiedergeburt kreist, so deutlich stehen ihre Überreste auch für den Verfall. Da der dunkle, stark beschädigte Turm nie wieder aufgebaut wurde, solltest du bei seiner Erkundung Vorsicht walten lassen. Der Boden der Turmruine ist an zahlreichen Stellen weggebrochen und auch vom Dach ist nicht mehr viel übrig. Du bist auf die Hilfe deiner Pokémon angewiesen, um dir durch Berge von Schutt einen Weg zu dem düsteren Geheimnis des Turmes zu bahnen. Dem Versteck der drei Pokémon. Sinnoh, die alte Villa.
Anekdoten darüber, dass es in der alten Villa spuken soll, werden dich bestimmt schon vor dem Betreten dieses Anwesens erreicht haben. Doch an diesen ist bestimmt nichts dran, oder? Der erste Eindruck von der alten Villa trügt nicht. Sie ist definitiv verlassen. Doch den Beweis, dass es dort spukt, bleibt dir das alte Gemäuer vorerst noch schuldig. Die Treppenstufen ächzen förmlich, als du sie hinaufsteigst, und der ungedeckte lange Tisch im Esszimmer wirkt, als wäre er in der Zeit eingefroren. Aus einem Gemälde scheint ein glühendes Augenpaar, jedem deiner Schritte zu folgen, während in einem anderen Zimmer ein seltsames Fernsehgerät vor sich hin flimmert. Untersuchst du es nachts, wirst du auf deiner Suche nach Geistern vielleicht doch noch fündig. Ein Rotom hat es sich nämlich im Fernseher gemütlich gemacht und erlebt damit seinen ersten Auftritt in den Pokémon-Spielen. Wenn dir der Sinn nach einem echten Gänsehauterlebnis steht, dann sieh dir unbedingt die Folge Die alte Villa von Pokémon Generationen mit einer jungen Frau und ihrem Scharnierer in den Hauptrollen an. Ihr Name ist Raissa. In dieser Version der Geschichte ist Rotom übrigens nicht das einzige gruselige Wesen im Gebäude. Doch das findest du lieber selbst heraus. Johto. Die Alf-Ruinen. Das Rätsel der Inkognito. Westlich von Viola City erstreckt sich nahe der geografischen Mitte der Johto-Region die archäologische Stätte der Alf-Ruinen. Etliche Forscher haben versucht, den Ruinen ihre Geheimnisse zu entlocken. Kaum setzt du deinen Fuß ins Innere, ertönt schaurige Hintergrundmusik als passende Untermalung für eine Erkundung der finsteren Katakomben. Dich erwarten knifflige Puzzles sowie kryptische Nachrichten, die in einem seltsamen Alphabet verfasst sind. Dringst du weiter vor, fallen dir zahlreiche Statuen ins Auge, die offenbar zu Ehren von irgendetwas aufgestellt wurden. Schaltest du in den Ruinen deinen Pokécom ein, empfängst du einige beunruhigende Signale. Wenn du die Alf-Ruinen betrittst, dauert es nicht lange, bis du ihren Bewohnern, den Inkognito, begegnest. Diese Pokémon vom Typ Psycho sind nicht minder rätselhaft als die Ruinen. An abstrakte Buchstaben und Satzzeichen erinnernd, scheinen diese Pokémon den Hieroglyphen im Inneren der Ruine als Inspiration gedient zu haben. Oder war es vielleicht umgekehrt? Sollten dir die Ruinen allein noch nicht gruselig genug sein, empfehlen wir dir, sie in Begleitung eines Pokémon zu besuchen. Du wirst feststellen, dass sich dein Pokémon immer absonderlicher verhält, je tiefer du in die Ruinen vordringst. Selbst Pokémon bekommen es in den Alf-Ruinen mit der Angst zu tun. Ein klarer Finger zeigt, dass auch du dich dort nicht allzu lange aufhalten solltest. In diesem Sinne, schnapp sie dir alle, wenn du es überlebst. Abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Sonst werden euch die Geist-Pokémon die Seele aussaugen. Tschüss. Ja, damit wären wir am Ende dieser Videoreihe angelangt. Ich denke mal, ich mache zwei Teile draus. Als Quelle diente mir tatsächlich der Artikel auf pokemon.com/de/ die gruseligsten Orte in der Welt von Pokémon. Aber alle Wörter mit Bindestrichen voneinander getrennt. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie das letztes Jahr an Halloween so gegenübergestellt haben und habe mir gedacht, ich nehme das zum Anlass, das mal alles vorzulesen und auch in Videoform zu verarbeiten. Mal sehen, wie ich das mit dem Videomaterial mache. Ist ja auch blöd, das alles von Let's Plays zu klauen, aber ja, ihr werdet ja sehen, wie ich es am Ende gelöst habe und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht hat es euch ja ein bisschen gegruselt an der einen oder anderen Stelle. Auch wenn natürlich das jetzt nicht so krass gruselig war wie das, was als nächstes noch bevorsteht. Nämlich das
Creepy Sailor Moon Halloween Special oder Horror Sailor Moon Special in 3 Teilen und die werden alle immer so gegen 21, 22 Uhr nachts online gehen. Der 3. Teil soll genau in der Halloween-Nacht online gehen und deshalb werde ich den 1 Stunde vorziehen für die Leute, die dann irgendwie noch auf eine Party gehen oder keine Ahnung was. Könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich es vielleicht noch ein bisschen weiter vorziehen soll. Oder generell würde mich auch mal interessieren, was so die perfekte Uhrzeit für euch ist für Uploads. Also wann guckt ihr am liebsten YouTube-Videos? Um wie viel Uhr? Und ihr könnt ja auch mal schreiben, wie das an den Wochentagen so variiert. Das interessiert mich gerade echt total. Ich weiß, es passt jetzt null hier in das Video rein, aber ja, wäre jetzt mal eine Gelegenheit für euch, das zu kommunizieren. Und ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr an den Pokémon-Games am gruseligsten fandet. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche Orte, die ihr persönlich total gruselig findet in der Pokémon-Welt und die jetzt hier gar nicht vorgekommen sind in den 2 Videos. Das würde mich auch total interessieren, weil wenn ihr da einige Ideen noch habt und euch da vieles noch einfällt, dann lohnt sich ja vielleicht noch ein 3. Teil, der dann nächstes Jahr um die Zeit kommt. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Verpasst auf gar keinen Fall die Creepy Sailor Moon Specials.